Es ist gerade US-Wahl, ich sitze hier mit Koji und mit McMauskiewicz Lena und ist euch aufgefallen, für die Leute, die es gucken, dass die Moderatorin, Frau Maischberger, komplett einen Frosch im Hals hat und einfach überhaupt nicht klarkommt? Und die Frage ist, ist sie tatsächlich korrupt, Frau Professorin? Flo hatte eine richtig große Schnauze und hat gesagt, hey, du schaffst nicht Sky anzuschließen, du schaffst nicht Sky anzuschließen. Und jetzt telefoniert er selber mit dem Sky-Team, weil er probiert, seit einer halben Stunde das Kabel ranzubekommen. Von wegen, Techniker. Er versteht es nicht mehr, wenn der Sky-Team ihm das erklärt. Er kommt nicht klar. Seit einer halben Stunde. Koji hat gekocht. Sehr freundlich von ihm. Danke, mein Lieber. Es sieht wunderbar aus. Oh, shit. Aufs Weinglas geklatscht. Flo ist gerade ins Bett gegangen. Er ist richtig müde und genervt, weil er einen anstrengenden Tag hatte. Das ist genau der richtige Zeitpunkt, ihn aus gegebenen Anlass mit ein paar Donald Trump-Zitaten zu nerven. Schau doch mal in sein Zimmer und gucken, ob wir ihn noch ein bisschen mehr zur Weißglut bringen können. Ich werde eine Mauer bauen, hier am Eingang der WG. Und weißt du, wer sie bezahlen wird? Du wirst sie bezahlen! Nicht um Viertel nach zwei. Du wirst sie bezahlen! Denn wir haben in dieser WG. Seine Ruhe! Wir haben in dieser WG eine Menge Bad Hombres! Du bist nämlich korrupt und wirst unterstützt von einem korrupten System. Und wenn ich erstmal Präsident bin hier in dieser Wohngemeinschaft, dann werde ich diese Wohngemeinschaft wieder groß machen. Ja? We're gonna make this flat great again. Geschlafen oder so. Sepotica! Koji will nicht mehr mit mir reden. Er ist sauer, weil ich ihn zu sehr mit Donald Trump genervt habe. Aber ich bin noch überhaupt nicht müde. Ich habe Mittagsschlaf gemacht und kann nicht pennen. Deswegen muss ich mich jetzt irgendwie alleine beschäftigen. Und ich habe gerade diese Lampe hier entdeckt im Wohnzimmer. Und wenn ich mich unter der Lampe drehe, müsste mir nach meiner Berechnung nach spätestens 30 Sekunden schwindelig werden. Ich habe nichts Besseres zu tun, das probieren wir jetzt einfach mal aus. 1, 2, wow, 3, 4, ich wohne jetzt seit 2009 in dieser Wohnung. Das sind jetzt, ja, 7 Jahre, mehr als 7 Jahre. Und ich war noch nie im 6. Stock. Ich war im 2., ich wohne im 3., ich war schon mal im 4., aber ich war noch nie im 6. Stock. Oh, den Schlüssel nicht vergessen. Sonst muss ich klingeln und dann rastet Koji komplett aus. Meine Schuhe. Das wird lustig. Expedition in den 6. Stock. Wir wagen uns hinaus. Noch nichts Auffälliges. Der 3. Stock ist uns auch sehr gut bekannt. Hier erwartet uns keine Gefahr. Nicht, dass die Leute denken, ich bin ein scheiß Einbrecher. Ich habe meinen Ausweis nicht mal dabei. 4., 5. Okay, jetzt kommt auf unbekanntes Gebiet. Der 5. Stock. Oh, Schock, Schock. Seht ihr das? Seht ihr das? Ich dachte, das wäre ein Scheißhund. Oh mein Gott, das ist gruselig. Schnell weg hier. Hey, es gibt einen 7. Stock. Es gibt einen 7. Stock. Oh mein Gott, Leute. Es gibt einen 7. Stock. Ich fühle mich hier gerade wie Harry Potter in der Kammer des Schreckens. Ach du Scheiße. Es gibt sogar einen 8. Stock. Scheiße. Meine Fresse. Ist das ein großes Haus?
wer hier wohl alles wohnt. Vielleicht sind es gar keine Menschen mehr, die hier wohnen. Und das ist viel zu gruselig hier. Viel zu gruselig. Oh, Scheiße. Das ist nicht mein. Oh, Tür zu. Tür zu, Tür zu, Tür zu, Tür zu. Koji. Junge, nerv mich nicht die ganze Zeit. Wusstest du, dass es einen 8. Stock hier gibt im Haus? Sepautica! So ein echter Entdecker kriegt natürlich irgendwann Hunger. Und mich lächeln einfach diese Cereals da an. Wer mich kennt, weiß, ich liebe Cereals. Und wenn ich Heißhunger auf Cereals habe, dann kenne ich überhaupt nichts. Ich gehe zum Kühlschrank, ich will die Milch rausnehmen und es ist keine Milch da. Nein! Kennt ihr das, wenn das Schicksal richtig fies ist und euch so richtig böse einen Strich durch die Rechnung macht? So, ihr habt richtig Pläne in eurem Kopf gemacht, ihr habt euch richtig was gedacht bei der ganzen Geschichte und dann gibt es so ein klitzekleines Element, was einfach alles kaputt macht. Ja, einfach in diesem Fall die Milch, Alter. Wieso ist keine Milch da? Sollen wir mal Koji fragen, warum er keine Milch eingekauft hat? Koji. Koji, wieso hast du keine Milch eingekauft? Wieso hast du keine Milch eingekauft? Okay, voll dunkel hier. Koji.